Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen, liebe Genossen, der Jürgen Dupper, der Uli Mali und viele andere hier im Saal sind ein Beleg dafür, dort, wo die Sozis in Bayern regieren, ist es besser, liebe Genossinnen und Genossen. Vor Ort zeigt die SPD als die Kommunalpartei, dass wir eben nicht nur reden, sondern dass wir handeln. 16 Oberbürgermeister, 11 Landräte, 242 Bürgermeister in Bayern haben das rote Parteibuch. Über 5000 Genossinnen und Genossen übernehmen vor Ort Verantwortung. Und dort, wo die Sozialdemokratie die Verantwortung übernimmt, dort ist es besser. Schaut einmal hin. Wo sind denn die Regionen, wo das größte Wirtschaftswachstum ist, wo die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln? Überall dort regieren Sozialdemokraten. Und nicht nur in den Metropolregionen übernehmen Sozialdemokraten Verantwortung. Wenn ich an die Oberpfalz denke, wenn ich an Oberfranken denke, auch dort, wo es einen Strukturwandel zu bewältigen gilt, sind die Sozialdemokraten diejenigen, die das Ruder in die Hand nehmen und die für eine bessere Zukunft sorgen. Und wer es nicht glaubt, der soll doch einfach mal in die andere Halle schauen und ein ganz, ganz wichtiges Thema aufgreifen, das seit dem Wahlkampf fast keine Rolle mehr spielt. Liebe Renate Schmidt, du hast gekämpft dafür, dass es mehr Betreuungsplätze gibt in Bayern, in Deutschland. Du hast gekämpft dafür, dass Familie und Beruf besser vereinbar sind. Und jetzt schauen wir doch mal in Bayern, wer es nicht glaubt, dass es einen Unterschied macht, wer regiert. Schauen wir doch einfach mal hin. Unter all den Kommunen, unter all den kreisfreien Städten in Bayern sind die drei, wo es die besten Betreuungseinrichtungen gibt, die beste Versorgung mit Betreuungseinrichtungen, das ist sozialdemokratisch regierte Kommunen, unsere kreisfreien Städte, an der Spitze drei sozialdemokratische und Jürgen Dupper, du gehörst mit Passau dazu. Herzlichen Dank dafür. Und als der Markus Rindersbacher dem Horst Seehofer das mal vorgehalten hat im Bayerischen Landtag, hat die CSU gedacht, na ja, da haben wir aber auch noch was mit den Zahlen auf der Reihe. Wie schaut es denn aus bei den Landkreisen? Die haben sich gedacht, na ja, in den meisten Landkreisen regiert ja die CSU, da wird es wohl anders sein. Und der Markus Rindersbacher konnte lächelnd darauf verweisen, auch bei den drei Landkreisen, die an der Spitze sind in Bayern, haben Sozis die Verantwortung. Wir machen keine Ideologie, wir machen kein Betreuungsgeld, wir machen konkrete Verbesserungen für die Menschen vor Ort. Dafür steht die SPD. Und es wird keine Überraschung sein, deutschlandweit ist die lebenswerteste und liebenswerteste Stadt gewählt worden. Und natürlich liegt die in Bayern. Sie liegt in Pfaffenhofen. Und wer regiert dort? Natürlich mit Thomas Herker, ein Sozialdemokrat, einer unserer jüngsten Bürgermeister. Auch der trägt dafür Verantwortung, dass vor Ort Bürgerbeteiligung funktioniert, Betreuungsplätze und Energiewende. Die Sozis, die können es einfach und deswegen auch bei den Kommunalwahlen das Kreuz bei der SPD machen. Das ist immer eine gute Entscheidung. Verlässlichkeit und Verantwortung, das ist das, was uns auszeichnet vor Ort. Und die SPD im Bund weiß um ihre Verantwortung für die Kommunen. Wir haben im Koalitionsvertrag, lieber Jürgen Dupper, lieber Uli Mali, dafür gekämpft, dass die Kommunen wieder mehr Handlungsspielraum bekommen. Wir wissen, dass vor Ort die Politik für die Menschen gestaltet wird, dass man dort unmittelbar das Leben erfährt, dass dort gestaltet wird, dass dort die Menschen ihre Heimat haben. Und deswegen ist die Kommunalpolitik so wichtig für uns. Und deswegen haben wir 5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in den nächsten 4 Jahren werden wir in die Hand nehmen, um die Kommunen zu entlasten. Und darauf, wo ich besonders stolz bin, lieber Jürgen, lieber Uli, ist, dass wir das, was Schwarz-Gelb kaputt gemacht hat in den letzten Jahren, dass wir das wieder richten.
Wir haben die Städtebauförderung jetzt auf das höchste Niveau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gehoben. Und wir haben das Programm Soziale Stadt mehr als verdreifacht, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, und weil nicht alle in der Kommunalpolitik so zu Hause sind, muss ich was erzählen zu dem Programm Soziale Stadt. Ich bin über die letzten Jahre hinweg in ganz Bayern, in ganz Deutschland unterwegs gewesen und habe mir angeschaut, wie man vor Ort das Leben der Menschen besser machen kann. Und die Idee der sozialen Stadt ist, dass wir nicht nur in Beton investieren, sondern dass wir in den Zusammenhalt von Menschen investieren. Und Schwarz-Gelb hat dieses Programm um 70% gekürzt in ihrer Regierungszeit. Derselbe CSU-Generalsekretär, der heute in Passau spricht, der war damals in der Verantwortung als Staatssekretär im Bauministerium. Und er hat das Programm Soziale Stadt um 70% gekürzt. Und heute beklagt er die Probleme der Kommunen mit der Armutszuwanderung. Er selber hat ihnen die Möglichkeiten aus der Hand geschlagen, damit umzugehen. Und das ist verlogen, wenn man auf der einen Seite was beklagt und selber die Ursache ist. Diejenigen, die nach der Feuerwehr schreien, sind die Brandstifter und die sitzen heute in Passau. Und ich habe das gesehen vor Ort, lieber Uli, bei dir, an vielen anderen Orten in Bayern, in Weiden, in Würzburg, wie wir Menschen zurückgeholt haben in die Stadtgesellschaft. Aber den schlimmsten Termin, den ich gemacht habe im letzten Bundestagswahlkampf, war in Bonn. Da war ich in einem Stadtteil, in Bayern würde man sagen, ein Glasscherbenviertel. Und da sieht man, was passiert, wenn man Wohnungspolitik den Heuschrecken überlässt. Da waren 10.000 Wohnungen in diesem Glasscherbenviertel. Erkennbar war zu sehen, dass jede fünfte leer steht. Und das, was mich am meisten erschreckt hat, war, dass zwischen diesen riesen Wohnblocks Sandflächen waren. Sandflächen, wo nichts drauf war. Und dann sind wir dort mit den Vertretern des Mietervereins da ein bisschen durch diese Gegend gegangen. Und auf einmal sehe ich auf eine dieser Sandflächen 5 Einkaufswagen, die ineinander geschoben waren und aufgestellt. Und da haben wir gedacht, naja, das ist jetzt eine moderne Kunst oder Kunst am Bau, da sind sie aber günstig hingekommen für nur 5 Euro Pfand. Also da muss man wirklich sagen, sparsam, ordentlich. Und ich habe mich gefragt, was machen dort diese 5 Einkaufswagen? Und 2 Minuten später wussten wir es. Da sind nämlich 3 Kinder gelaufen gekommen, die auf diesen Einkaufswagen rumgeklettert sind. Es gab in dieser ganzen Gegend keinen einzigen Spielplatz für Hunderte von Kindern. Die mussten sich selber 5 Einkaufswagen zusammenschieben, um dort spielen zu können. Und das passiert, wenn man Wohnungspolitik den Heuschrecken überlässt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Sozialdemokratie hier wieder einen anderen Weg einschlägt. Und wir wollen den Menschen eine sichere Heimat geben in ihrer Wohnung. Deswegen werden wir im Deutschen Bundestag eine Mietpreisbremse einführen. Deswegen werden wir dafür Sorge tragen, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Deswegen werden wir dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die eine Wohnung suchen, nicht auch noch die Maklergebühren aufgedrückt bekommen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass ganz normale Menschen, die hart arbeiten, die jeden Tag in der Früh aufstehen, auch in ihrer angestammten Wohnung leben können. Da geht es um die Krankenschwester, um den Polizeibeamten, die wir brauchen und die jetzt an den Stadtrand gedrängt werden, weil die Mietpreise explodieren. Und das, was mich ärgert an meinem Koalitionspartner CSU, mit dem wir ja in Berlin regieren, ist, dass er in Bayern sich völlig anders verhält. Wenn die SPD nicht dafür sorgt, dass die CSU sozial wird in Berlin, in Bayern macht sie es nicht. Schaut euch das an. Gerade sind 3 Manager, 3 Bankmanager in Österreich verurteilt worden. Stichwort Hypo Group Alpe Adria, Landesbank. Wir haben schon x Aschermittwoche damit verbracht, runterzurechnen und hochzurechnen, wie viele Milliarden die CSU verbrannt hat. Mit der Landesbank, mit der Hypo Group Alpe Adria. Will ich heute gar nicht machen. Ich bin ja großkoalitionär gestimmt und ganz friedlich heute. Aber was mich ärgert, was mich wirklich ärgert, ist der Umgang mit 80.000 Mieterinnen und Mietern in Bayern. Die CSU und der angebliche Heimatminister Söder hat sich hingestellt und hat gesagt,
Die EU sagt, ihr müsst die GBW-Wohnungen verkaufen. Die EU sagt, wir als Bayern dürfen das nicht kaufen. Die EU sagt, ihr müsst 80.000 Mieterinnen und Mieter den Heuschrecken ausliefern. Und was ist passiert? Genauso haben sie es umgesetzt und viele Mieterinnen und Mieter haben jetzt enorme Preissteigerungen und haben Angst davor, wie sie sich ihre Wohnung noch leisten sollen. Und der Christian Ude und ich waren bei Almunia, dem Wettbewerbskommissar, und haben ihn gefragt, ob das denn stimmt, was der Söder sagt. Kann denn der Freistaat Bayern die Wohnungen auch selber aufkaufen und damit 80.000 Mieterinnen und Mieter Sicherheit gewähren? Und was war die Antwort von Almunia? Why not? Bavaria is a free state. Warum nicht? Bayern ist ein Freistaat in der modernen Übersetzung. Und es stimmt, das EU-Recht hat nicht vorgeschrieben, dass der Freistaat Bayern den Mist, den die CSU im Landesbankaufsichtsrat angerichtet hat, nicht beseitigen darf. Die EU hat nicht vorgeschrieben, dass man Mieterinnen und Mieter den Heuschrecken opfern muss. Und ich fordere den Heimatminister Söder auf, der gelogen hat bei der Frage der GBW-Wohnungen. Der gelogen hat, schamlos gelogen. Dass er heute am Aschermittwoch, am Tag der Einkehr und der Buße, auch Buße tut. Wir haben 98 Kommunen in Bayern mit angespannten Wohnungsmärkten. Das ist nicht nur München, 98 Kommunen. Ich fordere die bayerische Staatsregierung auf, dass sie das Geld nimmt, was sie ausgegeben hätte für den Kauf der Wohnungen oder das, was sie erlöst hat aus dem Verkauf der GBW-Wohnungen, um 40.000 neue staatliche Wohnungen in Bayern in angespannten Wohnungsmärkten zu schaffen, um Heimat den Menschen zu geben, die sicher ist. Und da braucht man kein Heimatministerium, da braucht man einfach Geld für die Ankurbelung von Wohnungsbau. Und das muss der Freistaat Bayern zur Verfügung stellen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, mit der Wahrheit tut sich die CSU ebenso schwer wie mit den Zahlen. Natascha Kohnen hat es angesprochen. Jedes Jahr das gleiche Schauspiel in Passau mit der Frage, wie viele Leute passen in die Halle. Das letzte Mal hat der alte CSU-Generalsekretär ausgerechnet, dass da 7.000 Leute drin sind, obwohl da nur Platz für 4.000 ist. In großkoalitionärer Freundlichkeit muss ich jetzt zu seiner Ehrenrettung sagen, wir sind jetzt draufgekommen, warum die sich daran verrechnen. Liebe Natascha, liebe Renate, es war nicht wegen dem Bier. Die haben das letzte Mal den ADAC beauftragt, hier die Zuschauerzahlen zu berechnen und drum lagen die so daneben. Und jetzt haben sie einen neuen CSU-Generalsekretär. Der hat es mit seinem Doktortitel nicht richtig auf die Reihe gebracht. Der hat heute die Aufgabe, noch mal nachzuzählen, mal schauen, ob er das besser hinbringt als seine Doktorarbeit. Wir sind gespannt. Mit den Zahlen und mit der Erinnerung und der Verlässlichkeit tut sich die CSU auch an einer anderen Stelle schwer. Liebe Natascha, ich bin euch dankbar, dass ihr im Bayerischen Landtag dafür gesorgt habt, dass die Zahlen wieder stimmen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Die CSU hatte versprochen, es wird nicht gekürzt und dann wollten sie 830 Lehrerstellen wieder streichen. Die SPD ist der Garant dafür, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Die CSU kann weder mit Zahlen umgehen noch mit unserer Zukunft. Das haben sie in der Bildungspolitik zum wiederholten Mal bewiesen. Meine Damen, was könnte man jetzt alles sagen zum Thema Zahlen, zum Thema Finanzen und zum Thema Sparkasse, zum Thema Kreidel, zum Thema Doktortitel? Also ich finde eigentlich, was die CSU noch nicht draufgekommen ist, die hätte viel weniger Probleme, wenn die jedem CSU-Mitglied beim Eintritt gleich einen Doktortitel verleiht. Das wäre viel einfacher. Die müssten einfach das Gesetz ändern und jedes CSU-Mitglied kriegt sofort einen Doktortitel, Dr. Rehr CSU-Poll oder irgendwas, was sie dann tragen dürfen.
Und dann hätten die viel weniger Probleme. Dann müssten sie sich nur noch darum kümmern, um ein paar Verwandte, die da beschäftigt wären, und irgendwie bei der Sparkasse irgendwelche Renovierungen, kleinere Summen, so mal eine kleine Geburtstagsparty für 120.000 Euro. Ich würde mir wünschen, dass die einmal so viel Herz für die Leute hätten, die auf den Mindestlohn angewiesen sind, oder die Putzfrau, die nachher das aufräumen muss, was die angestellt haben, und nicht diese Verschwendungssucht an den Tag legen. Einmal würde ich mir das wünschen. Und wer erinnert sich noch, wie viel Demut der Seehofer an den Tag gelegt hat, als er Ministerpräsident geworden ist? Wie viel Kreide er gefressen hat, ein Lämmchen war er. Und versprochen hat er, dass er aufräumt mit dem Saustall der CSU, wie er vorher war, und der Stoiber und den anderen. Und was ist heute? Beim Thema Kreidel wird eines deutlich. Eine CSU in der absoluten Mehrheit, die kann Bayern nicht verantwortungsvoll regieren. Eine CSU mit absoluter Mehrheit ist genau die alte CSU, die der Selbstbedienung, die der Überheblichkeit, die des Übermaßes und die, die die Interessen aller Menschen in Bayern mit Füßen tritt, weil es nur um den eigenen Geldbeutel geht. Das ist die CSU in der absoluten Mehrheit. Und deswegen werden wir dafür kämpfen, dass es auch hier ein Korrektiv gibt in der Zukunft. Und heute in der Früh, beim Herfahren, habe ich Radio gehört. Und wenn man Radio hört, hört man Spannendes. Dann habe ich den kleinen Doktor von der CSU gehört im Radio. Scheuer heißt er. Und er hat gesagt, der Schwerpunkt der Angriffe der CSU auf die SPD heute in Vilshofen wird sein am Thema Verlässlichkeit der SPD. Da haben wir gedacht, hey, das wird ja richtig lustig, wenn die CSU in Passau über Verlässlichkeit spricht. Also da wäre ich wirklich gern dabei. Gerade der Horst Seehofer, der schneller umfällt, als jeder von uns schauen kann, will heute über Verlässlichkeit reden. Auf diese Rede freue ich mich, lieber Horst Seehofer. Da bin ich gespannt. Energiewende. Ich habe mich lange gefragt, warum die CSU so schnell auf das Thema Energiewende gekommen ist. Und dann habe ich es begriffen. Weil da steckt das Wort Wende drin. Und kein anderes Wort mag der Horst Seehofer so gern wie Wende. Mein schönster Gag ist immer, wenn ich mit CSUlern auf einer Podiumsdiskussion bin, kurz bevor es losgeht, ziehe ich mein Handy raus, schaue so drauf, sage dann zu meinem Kollegen von der CSU, hast du gerade gesehen oder schon gelesen, was der Horst Seehofer gerade zu unserem Thema gesagt hat? Da wird der total nervös, weiß überhaupt nicht mehr, was er sagen soll, weil die sich nicht darauf einstellen können. Ich glaube, der Horst Seehofer ist der einzige Mensch, der abends mit einer anderen Meinung ins Bett geht, als er morgens wieder aufwacht, und das jeden Tag. Der hat richtig Abwechslung in seinem Leben. Ich wurde letzte Woche für 25 Jahre SPD-Mitgliedschaft bei meinem Ortsverein Pfarrkirchen geehrt. Und dann haben sie mich nachher gefragt, Florian, warum bist du eigentlich Mitglied der SPD geworden? Warum hast du dich entschieden, in die SPD einzutreten? 1986, als ich angefangen habe, politisch zu denken, gab es zwei große Themen. Das war Tschernobyl und das war die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Das waren die Themen, die mich in der Schulzeit beschäftigt haben und die mich 89 dazu gebracht haben, in die SPD einzutreten. Und wir alle wussten damals, dass die Atomkraft ein Irrweg ist, dass man so schnell wie möglich aussteigen muss. Und es hat jetzt über 25 Jahre gedauert, bis das auch die CSU die Energiewende vollzogen hat. Aber wie immer machen sie das gründlich. Ich hatte so richtig den Eindruck, dass schon Horst Seehofer und Markus Söder damals am Bauzaun der Wiederaufbereitungsanlage gestanden sind und damals gegen Franz Josef Strauß protestiert haben. So schnell waren die mit der Wende. Aber es ist ja nicht bei der Wende geblieben. Jetzt leiten sie wieder die Wende von der Wende ein. Das, was passiert, ist verantwortungslos. Bayern ist ein Industriestandort. Gerade wir Niederbayern wissen, wie wichtig es ist, dass wir als Industriestandort eine verlässliche Energieversorgung haben. Und dazu brauchen wir
bezahlbare, unverlässliche Energiestrukturen. Und es war die CSU, die 2013 im Deutschen Bundestag die Stromtrassen geplant hat. Und es war die CSU, die einen Antrag der SPD abgelehnt hat bei den Stromtrassen, der bemerkenswert ist. In diesem Antrag stand drin, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger besser beteiligen. Abgelehnt von der CSU. In diesem Antrag stand drin, wir wollen größere Abstandsflächen zu den Stromtrassen. Abgelehnt von der CSU. In diesem Antrag stand drin, dass wir auch die Möglichkeit schaffen wollen, Erdverkabelungen vorzunehmen. Abgelehnt von der CSU. Und dieselbe CSU geht jetzt vor den Kommunalwahlen und Europawahlen her, stellt sich dort zu den betroffenen Bürgern hin und sagt, wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir sind nicht schuld dran, wir waren nie für diesen Plan. So ist keine Verlässlichkeit zu organisieren. So steigt das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auch nicht. Und vor allem so verarscht man die Menschen. Das hat nichts mit Bürgerbeteiligung zu tun. Und das haben wir übrigens bei der dritten Startbahn auch erlebt, wenn ich daran erinnern darf. Die SPD im Geiste von Willy Brandt hat die Bürgerbeteiligung immer ernst genommen. Und wir haben dafür Sorge getragen, dass das auch passiert. Und bei der dritten Startbahn hat der Bürgerentscheid ein klares Ergebnis gebracht. Und Christian Ude hat klar gesagt, wir stehen zu dem Bürgerentscheid. Wir nehmen das Votum der Bürgerinnen und Bürger ernst. Und Horst Seehofers erste Meldung war, ich überlege mir, wie ich das Votum der Bürgerinnen und Bürger aushebeln kann. Und so kann man keine Politik machen. Das ist keine Verlässlichkeit. So etwas brauchen wir nicht. Wir brauchen Anstand und Verlässlichkeit in der Politik. Und die gibt es mit der CSU nicht. Mit der CSU gibt es, wenn die so weitermachen, zurück zur Atomkraft. 40% dessen, was an Strom produziert wird in Bayern, ist Atomstrom. Und jetzt hat er sich die Ilse Aigner geholt, der Horst Seehofer, um zu sagen, wie das anders wird. Das Erste, was sie gesagt hat, ist sofort wieder zunichte gemacht worden vom eigenen Chef. Bis heute wissen wir nicht, was er bei der Windenergie will. Wir wissen nicht, was er bei den Stromtrassen will. Wir wissen nicht, was er bei den Pumpspeicherkraftwerken will. Wir wissen nicht, wo überhaupt die Energie hernimmt. Und ich habe immer nicht verstanden, warum der Horst Seehofer so gegen Windkraft ist. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er Konkurrenz bekommt. Aber lieber Horst Seehofer, ich sage dir, du musst keine Angst vor Windrädern haben. Es gibt kein Windrad in Bayern, das dich so schnell drehen kann wie Horst Seehofer. Das ist sicher. Auf die SPD ist Verlass und ich freue mich, dass heute viele Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften da sind, von den Eisenbahnern. Und Jürgen, du hast es angesprochen. Für mich zählt auch, dass wir das einhalten, wofür wir lange gekämpft haben, dass es nämlich endlich Verbesserungen in der Rentenpolitik gibt. Nach 45 Jahren, wenn Menschen ihre Knochen hingegeben haben, muss abschlagsfreie Rente möglich sein. Wir wollen, dass Mütter besser gestellt werden in ihre Erziehungsleistung und wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Leute, die nicht mehr können, dann auch entsprechend ohne größere Abschläge in Rente gehen müssen. Auf uns ist Verlass. Wir haben dafür gekämpft und wir werden das machen, dass Menschen mit Anstand und Würde behandelt werden. Dafür steht die SPD. Und zur Würde. Und zur Würde gehört auch die Würde der Arbeit. Und das ist mehr als Mindestlohn. Das ist mehr als Mindestlohn. Es geht darum, dass Menschen, die hart arbeiten, auch anständig bezahlt werden. Und auch dort ist die bayerische Staatsregierung in einer Verantwortung, der sie landespolitisch nicht gerecht wird. Im Bayerischen Landtag hat die SPD beantragt, lieber Markus Rindersbacher, dass bei öffentlicher Auftragsvergabe, dass dort auch die Tarifbedingungen gelten. Und was hat die CSU gemacht? Sie hat es abgelehnt in der letzten Woche. Nicht an ihren Worten, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und das ist so schäbig. Menschen, die hart arbeiten, haben ein Recht darauf, dass sie hart arbeiten, aber auch anständig verdienen und mit Anstand. Da tut sich die CSU schwer. Und weil wir in der Großen Koalition sind, muss ich natürlich an meinem letzten Punkt auch noch ein kleines Zugeständnis machen an die CSU. Es geht um das Thema Europa. Und ich will, bevor der Martin Schulz dann später das Wort natürlich ausführlich zu Europa ergreift, den Horst Seehofer daran erinnern, dass er zwei Vorgänger hatte. Franz Josef Strauß und auch den Stoiber.
Und im Nachgang muss ich einmal wirklich sagen, der Franz Josef Strauß, der hatte wenigstens Haltung und der Stoiber hatte wenigstens eine Idee, was aus Bayern werden soll. Beides geht dem Horst Seehofer ab. Und ich will deswegen das Thema Europa einleiten mit einem Zitat von Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, Bayern ist unsere Heimat, Deutschland ist unser Vaterland, aber Europa ist unsere Zukunft. Und was die CSU jetzt macht, ist diese Zukunft zu verspielen, und zwar aus rein wahltaktischen Manövern. Seit 30 Jahren gibt es keinen Wahlkampf, den die CSU nicht versucht, mit einem ausländerfeindlichen Thema zu bestreiten. Und auch diesmal in der Europawahl ist das genau das, was sie wieder machen wird. Sie will Angst und Schrecken verbreiten, weil sie glaubt, dass das ihr nützt. Und wir in Niederbayern wissen, was wir Europa zu verdanken haben. Der größte Automobilproduzent würde heute nicht mehr in Niederbayern produzieren, wenn wir nicht den Euro hätten. Wir haben so viele gute mittelständische Betriebe, die in die ganze Welt exportieren. Zehntausende von Arbeitsplätzen hängen bei uns davon ab, dass es den Euro gibt. Und das ist gut so. Und das müssen wir auch erzählen, weil wir es nicht tun, die anderen machen es nicht. Und Europa ist aber auch mehr, lieber Martin Schulz, als nur ein Wirtschaftsraum. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich ein kleiner Bub war und mit meinem Opa da in Deckendorf am Stadtplatz spazieren gegangen bin, da war es anders als heute. Damals gab es noch Rentner, die hatten Zeit. Und mein Opa, der war im Zweiten Weltkrieg, der war in der russischen Kriegsgefangenschaft. Und ich werde nie vergessen, wie wir da am Stadtplatz spazieren gegangen sind und da ein paar Rentner gestanden sind, die geschimpft haben über die Baustelle und warum das so lange dauert. Und mein Opa hat gesagt, aus der Erfahrung des Krieges heraus, besser sie bauen, als dass sie schießen. Und Europa ist eben mehr als der Euro. Europa ist der Garant für Frieden und Freiheit von uns allen. Und ich bin froh, dass ich einer Generation angehöre, die nie Leid und Krieg erleben müssen. Und dafür trägt Europa die Verantwortung. Und deswegen müssen wir uns um Europa kümmern. Aber liebe Genossinnen und Genossen, es gibt noch viel zu tun in Europa. Europa muss sozialer werden und Europa muss demokratischer werden. Zum ersten Mal stimmen wir bei dieser Europawahl auch darüber ab, wer Kommissionspräsident wird. Was ist Kommissionspräsident? Das ist der Regierungschef in Europa. Und mit Martin Schulz haben wir den Kandidaten für den Regierungschef von Europa, für ganz Europa. Und ich bin froh, lieber Martin, dass du heute hier bist. Und mit dir haben wir dann die Gewähr, dass Europa sozialer und demokratischer wird. Sozialdemokratisch eben. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns kämpfen in den nächsten Wochen. Glück auf!